Also die Leute plagen sich da redlich rum mit die Welt in Drätseln. Ich mache euch mal eine Zusammenfassung von den besten Sprüchen. Eine Erhaltungsgröße. Ja. Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie gibt es eine Erhaltungsgröße. Ja, aber während du das alles sagst, tickt ja die Uhr. Also jetzt nicht hier, sondern insgesamt tickt die Uhr. Das heißt, das Universum ist grundsätzlich zunächst einmal eins, was in dem Moment, wo es sich in die Existenz geworfen hat, praktisch vollständig der Thermodynamik unterworfen hat. Und die Theorien über den Zusammenbau der Materie sollte eines nicht vergessen, vergesst alle Unendlichkeiten und alle Nulls, weil die Mutter aller Theorien, die Thermodynamik, verbietet das. Die Thermodynamik ist nur eine statistische Argumentation. Aber sie ist die Übertheorie über allen Theorien. Ja, aber sie ist eine statistische Argumentation. Und sie verbietet Unendlichkeiten. Und sie kann dir auch genau sagen, wie sie es tut. Ja? Wenn du in die Nähe von diesen Unendlichkeiten kommst, kriegst du dann auf die Finger. Quatsch! Und dann ist es vorbei. Das nur am Rande. Aber wir machen ja. Einmal Zwetschge. Zweimal Zwetschge. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber irgendwann. Und ich habe das neulich jemand gefragt, ab wann wären Sie denn bereit zu sagen, die Theorie ist tot? Und genau darüber machen sich die Herrschaften, die sich mit diesen Extremtheorien beschäftigen, offenbar überhaupt keine Gedanken. Sie kommen immer nur damit, too nice oder too beautiful, das kann nicht falsch sein und so weiter. Und das ist angesichts des anderen Credos, mit dem wir viel, viel mehr Erfolge hatten in der Physik, nämlich dass wir uns emporirren, eigentlich nicht zusammenzubringen. Deswegen bin ich, was diese Theorien betrifft, ich lasse mich ja gerne eines Besseren überzeugen, aber die rein mathematischen Argumente für die Struktur der Welt sind mir nicht genug. Da muss mehr kommen. Und ja, der Irrtum ist der Normalfall. Genau. Die Wahrheit ist der Unfall des Irrtums. Aber gerade bei diesen Alternativtheorien habe ich das Gefühl, ich habe es mit Künstlern zu tun. Die sagen, was? Ihnen gefällt mein Bild nicht? Das ist ja unglaublich. Ja? Lassen Sie das Atelier sofort. So könnte man meinen. Also es ist nicht mehr so, wir sind Physiker, so nach dem Motto, wie man ja auch so sagen könnte, wir haben ja ein ganz ökonomisches Interesse an der Erkenntnis. Unser ökonomisches Interesse, unser Handelsverfahren in der Erkenntnis ist immer so, ich gebe dir eine Theorie, du gibst mir ein Experiment, ich gebe dir, und jetzt auf einmal, Sie dürfen das nicht, Experiment und Theorie, schauen Sie mal, wie wunderschön das ist. Das ist unglaublich. Schauen Sie mal, wie ich das gemacht habe. Und die Leute nehmen das ja persönlich. Das ist ja noch das Schlimmste. Ja. Also früher hat man gesagt, komm, die Theorie ist Blödsinn, weg damit, wir machen was Neues. Jetzt auf einmal scheinen viele so wenig souverän mit ihren Theorien umzugehen, dass sie einem richtig fast an den Hals gehen, wenn man sagt, ja mal, du hast ja jetzt noch nichts erklärt mit deiner Theorie. Das sind halt Menschen. Ist halt wirklich eine Baustelle über Jahrtausende, geht nichts voran. Was willst du machen? Ist halt traurig. Kann ich durchaus verstehen. Also, wir haben ja was vor. Also, wir wollen eigentlich über die Struktur der Materie reden, aber... Aber wir reden über weiß der Teufel was. Aber über das, weil wir den Anfang verpassten. Das ist die Herausforderung. Warum ist die Welt so seltsam, dass es diese Phänomene gibt? Und das ist eine offene Frage. Haben Sie eine Vermutung? Ja, eine Vermutung ist, die auch diskutiert wird, dass unsere übliche Vorstellung von Raum und Zeit nicht ganz stimmt. Also dass zwei Orte, von denen wir glauben, dass sie getrennt sind, in einem tiefen philosophischen Sinn vielleicht nicht getrennt sind, sondern dass der Raum eine Konstruktion ist, die wir machen, um die Welt beschreiben zu können. Es geht halt um Ganzheit. Um suggestives, gegenseitiges, um einen. Hören wir den Ausschnitt schon? Den haben wir. Schon wieder durcheinander. Jetzt kommt der Schluss. Aber sehr lecker. Dann tut er weh und irgendwann kann sogar blutig werden. Nur bis jetzt hat noch keine dieser Anomalien dazu geführt, dass der Rest der Physik sich irgendwie unwohl fühlte. Sondern die ganze Zeit wird uns ständig erzählt, ihr müsst darauf achten, irgendwann werdet ihr mal Schmerzen an den Füßen haben. Weil diese ganz kleinen Anomalien, Masse des Neutrinos und viele andere Dinge, die werden uns noch ganz fürchterliche Probleme machen. Aber das Fürchterliche ist für mich, dass wir extrem, bin ich wieder bei meinem alten Punkt, wir haben extrem starke Theorien, bestätigt bis zum geht nicht mehr. Allgemeine Relativitätstheorie, das Standardmodell der Teilchenphysik ist in einem Ausmaß gut.
Also wenn die jetzt den NHC anschmeißen, da können die ja W- und Z-Bosonen Kilogrammweise erzeugen. Wofür man früher noch einen Nobelpreis gekriegt hat, jetzt sind die ja dabei, das Ding zu bestätigen und zu bestätigen und zu bestätigen. Und irgendwo dahinter, hinter dieser Grenze dieser Theorien, verbirgt sich wie in Jurassic Park. Ja? Du fährst da an dieser Grenze vorbei und irgendwo in diesem Regenwald von Konzepten, da muss sich irgendwo ein Dinosaurier verbergen, ein Tyrannosaurus möglicherweise, der dann, wenn er mal ausbricht, dann wird er alle anderen Theorien so auffressen. Ich aber glaube, bis jetzt, wir setzen jetzt den Schluss. Ja, ja, quasi in den Tyrannosaurus. Ja. Zum Beispiel im Fall der Kosmologie beginnt, über eine Frage zu sprechen, die sie in die allerhöchste Not bringt, argumentativ, wenn es um Kausalität geht. Nämlich die Frage, was war eigentlich der Anfang von allem? Denn der Anfang von allem war eine Ursache für das, was danach gekommen ist, die selber keine Ursache hatte. Und jetzt wird er kompliziert. Der sogenannte unbewegte Erstbeweger, wie es bei Aristoteles heißt. Es bewegt sich noch nichts, wenn es keinen Anfang gibt. Wie kommt man denn aus so einer Situation logisch raus? Gar nicht. Gar nicht. Jeder Anfang, jetzt macht das immer komplizierter, wenn er klar gesetzt ist, hat keine Zeit davor. Kausalität ist für uns in der Physik nicht nur etwas, es was ist mit nicht-linearen Prozessen zu tun hat, wenn es darum geht, eben sie sprechen immer von Zeit und nicht von Vergänglichkeit. Es ist ein Gegenwarten. Die in Zukunft zu berechnen sind, sondern